Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Könntest du dich bitte wiederholen? Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Könntest du mich bitte wiederholen? Das ist nicht das, was ich meine. Ach so, was ich gerade gesagt habe. Ja. Der Dennis hat scheinbar verpasst, dass es Massenereignisse in dem Spiel gibt. Jetzt haben wir gerade zwei gemacht. Und die zwei häufigsten, das waren gerade auch die sind, dass irgendwo ein Dieb rumläuft, der hat dann einen gelben Kreis um sich rum, den kann man rammen, da kriegst du Geld, das was er geklaut hat sozusagen. Und das andere war, jemand bringt jemanden, oh schau mal, da ist ein neuer Dieb. Achso, nee, Schläger verjagen. Ah, okay, Schläger verjagen ist auch gut. Geh da hin und zieh deine Pistole. Ich hab keine, zieh du eine. Hier ist mein Gewehr. Siehst du, wie sie verschreckt sind? Ja, und wie verjage ich? Ach, das reicht. Jetzt geht's. 14 von 35. Und du hast 3 von 5. Ja, genau, da hinten ist wieder. Da ist auch wieder Schläger verjagen. Okay. Ja, also, es ist immer plus 5. Das heißt, sobald du deine 5 voll hast, kriegst du einen Preis und nächstes Mal musst du 10 schaffen. Dann könntest du aufhören, an sich vorbeizulaufen. Ah, ja, danke. Von der Seite kannst du es auch machen. Na jedenfalls, mach die immer, wenn du dran vorbeiläufst, weil ja, braucht am dafür, Ende sammeln... Braucht dafür immer eine Waffe? Also man kann das nicht mit dem Schwert machen oder so? Naja, ich weiß nicht, wie du sie verjagen willst. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich mit der Waffe ziele. Ich wusste nur, wie ich schieße. Und dann habe ich in die Luft geschossen, um sie zu verjagen. Aber ich meine, Schwert zielen kann ich auf jeden Fall. Also aber es könnte reichen, Schwert ziehen. Also, ich kann das jetzt... Warte, doch, ich kann... Komm schon. Achso, warte, gedrückt halten. So, jetzt habe ich meine Waffe... Die Hauptquest ist jetzt nicht mehr sichtbar, kann das sein? Ich sowieso, also ich denke mal, du siehst jetzt nur noch die Neben, die Kuhquest. Also ich die sehe, Truhen, Orange. Ich glaube, ich sehe die nicht mal, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich sehe Truhen, ich sehe diese komischen anderen Collectibles, ich sehe, was sind denn das, gewisse Orte, wie der Dia Place Dauphine, also solche Dinger sehe ich. Ich sehe ein Geschäft. Wenn ich was markiere, siehst du das? Bislang sehe ich keine Markierung. Ich habe jetzt was markiert. In der Nähe von unserem Hauptquartier. Auf dieser Insel hier. Ich kann mal aus dem Dingens rausgehen. Also ich sehe unten jetzt nicht, dass irgendwas markiert ist. Und Tab also fällt mir wenn auch, du auf der Map bist und die steht oben links auf alles. Was ja, ist genau? Auf alles? Siehst du überhaupt irgendwas, was wie eine Mission ausschaut? Ich habe dir gesagt, ich sehe die Truhen, ich sehe diese anderen Collectibles, die Wahrzeichen sind das, denke ich mal, die Geschäfte, Schnellreise. Ja, ich sehe gar keine Mission, wenn ich das hier richtig sehe. Alles Truhen. Dann sehe ich quasi meine, an denen ich schon vorbeigelaufen bin. Okay, wenn du F3 drückst, was siehst du dann? Ein paar blaue F3. Du meinst, auf der Karte. Du meinst, während ich im Menü bin, oder? Während du auf der Karte bist, ja. Missionen. Ich sehe, also da sind unten zwei Gebiete quasi rechts unter uns zwei Gebiete, das sind zwei Vs, wenn ich das richtig sehe, und weiter oben in der Ferne ist ein F. Also, das heißt, du siehst nur die anderen Orte. Das eine ist Versailles und das andere ist Franquiart. Das sind andere Orte, die man zusätzlich zu Paris hat. In Franquiart ist, glaube ich, das spielt sich ein DLC ab und in Versailles weiß ich nicht. Aber das heißt, du hast sonst gerade gar nichts. Interessant. Okay, dann anders. Man kann nämlich... Wenn du ESC drückst und gemeinsam spielen drückst, okay, da war's, dann wohl doch nicht. Man kann irgendwie vom Menü aus sich die Mission einfach anzeigen lassen. Das ist viel einfacher, als dorthin zu laufen. Aber frag mich nicht, wo das sein soll. Ich kann Spielerliste öffnen hier machen und jetzt... Ich glaube, wenn du auf Fortschrittsanzeige gehst und dort Coop-Missionen anklickst. Ach so, meinst du, warte mal, wo gibt's denn das? Ah ja, genau, jetzt sehe ich die. Wo waren meine Fortschritts? Waren die bei Tab? Nein, aber anscheinend nicht. Du drückst ESC, Fortschrittsanzeige. Coop-Mission, ja. Ich habe da 0%. Und wenn ich jetzt drauf drücke, dann kommt die allererste. Es werden Köpfe rollen. Zwei Spieler. Schwierigkeit 2 von 5. Ach, Marc, ich kann dich hier einfach starten? Ja, ich hoffe, dass du es kannst. Ich habe jetzt keinen Knopf. Also hier steht Spielen, ja. Also ich kann dich hier einfach starten. Nice. Genau, wir müssen nicht hinlaufen. Das ist genau der Vorteil. Ich würde sie auf der Map sehen, wir können zu dem Typen rennen, wenn du willst, aber... Also, ich finde, das ist irgendwie, da fehlt was, wenn du es einfach im Menü startest, in meinen Augen. Okay, also die erste hieß, es werden Köpfe rollen. Moment, das ist eh, glaube ich, die ich unten markiert habe. Dann folg mir mal, dann laufen wir da jetzt hin. Ja, du siehst meinen Marker nicht, 140 Meter von hier. Ja, ich sehe deine Markierung nicht, aber ich kann dir ja hinterherlaufen.
Du läufst ja nicht schneller als ich. Und mit Leertaste läuft man ja leider auch nicht schneller. Und warum genau machst du das? Um dich abzuhängen. Ja, das hilft bei mir nichts. Ich nehme an, du hast keine Kupfähigkeit gelernt, oder? Ich auch nicht. Ah, nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe mir so gedacht, warum soll ich denn das machen? Ich will lieber die Fähigkeiten für mich haben, die cooler. Ja, vor allem die sind so teuer. Also wenn ich irgendwann keine anderen Sachen zum Lernen mehr habe, dann mache ich das schon. Kannst du für mich Schlösser knacken? Das war der Plan. Ach du Scheiße, mein Geldeinkommen funktioniert. Oh, schau mal, die zwei kannst du gleich töten. Ich kann die aber nicht beide. Ja, genauso. Ja, gut. Ich habe gerade mein Geld bekommen. Das ist ja super. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch funktioniert. Doppeltes Sync-Attentat, 200 Credo-Punkte. Sehr gut. Wo sind eigentlich die Cafés, die ich kaufen kann? Sehe ich die noch nicht, oder? Oh, das... ich weiß nicht, ob das im Coop geht. Aber du siehst die halt erst, wenn du direkt davor stehst. Das ist alles... So, du bist gerade an der Truhe von mir vorbeigelaufen. Hast du die gesehen, oder war die bei dir nicht angezeigt? Die sehe ich nicht, nein. War die blau? Oh. Hilfe! Ich habe Leute auf mich aufmerksam gemacht. Eigentlich war ich das, aber egal. Oh, echt? War die, also ich nehme an, die war blau, oder? Ja, bestimmt. Ich komm mal zu dir hoch. Es war eine normale... Also ich sehe auch eine rote Truhe auf der Map, die ist direkt über diese Häuser hier. Ja, mal schauen, ob wir die schaffen. Das sind beschützte Truhen, oder? Rot heißt grundsätzlich, dass du Schloss knacken musst. Ach so. Warte, welche Taste war denn mein Adlerauge? V. Ja, V okay. Ist Adlerauge. Ah, drei Sterne. Nee, die machen wir nicht. Nach meinem Upgrade können wir es versuchen. Ach so, die kannst du... Ich meine, klick sie mal an, aber du hast keine Chance, sag ich dir. Keine Chance. Er fängt an, okay. Okay, das ist ziemlich schnelle Bewegung. Ja, viel Spaß. Also ganz ehrlich, das bewegt sich so schnell. Ich habe keine gekauft. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geguckt, was da stand. Die kosten 200. Aber das, bewegt sich das dann langsamer? Weil das war ja sauschnell. Es wird langsamer und der Kasten wird größer. Ach, jetzt frage ich mich aber gerade, könnte man das schaffen? Also ich meine, ist das möglich, es zu schaffen? wahrscheinlich schon. Aber ich sage es mal so, es ist beinahe unmöglich. Aber es ist nicht, es ist nur beinahe unmöglich, nicht komplett unmöglich. Ja. Also Stufe 2 kann ich machen, würdest du auch schaffen. Und wenn ich das Stufe 2 Upgrade habe, schaffe ich Stufe 3 vielleicht auch. Wenn ich gut bin. Okay. Aber jetzt noch nicht. Oh, die zwei sind noch nicht böse. Töte den doch nicht einfach! Das sind keine roten Gegner, was ist mit dir los? Keine Ahnung, die kamen mir gefährlich vor. Ja, aber das sind... Ich meine, nur so, wenn du jemand... Oh, direkt vor mir. Wenn du den roten tötest und die blauen sehen das, dann greifen die blauen dich auch an. Oh, oh nein, sie wollen jemanden um... oh, das ist ein Kampf zwischen dir und deinen Verbündeten. Eine Truhe, die ich wieder nicht sehe. Was er nett ist, aber nichts. Wenn du V drückst, siehst du, dass die blauen grün sind, oder? Ach, die beiden da, ja. Türkis, grün, ja. Du bist übrigens auch grün. Ja, das sind Verbündete. Die machen manchmal Straßenschlachten. Aber schau mal, schon wieder Verbrecher töten. Oh, ich habe nur einen erwischt. Oh, okay, sehr gut. Oh, oh, das sind blaue Wachen. Lauf einfach, lauf einfach. Wir müssen nicht kämpfen. Okay, gut. Wir gehen jetzt erstmal zur ersten Mission. Ja. Du hast eins. Siehst du, dass ich 3 von 5 habe und du hast 1 von 5? Hier ist eine Treppe nach unten. Ich weiß gerade nicht, wo genau soll ich was sehen? Oben links. Ich habe 3 Rauten, du hast 5. Ach, Rauten? Ach so, ja, die sehe ich. Rauten ist deine Equipment-Stufe. Ah, okay. Oh, hier ist eine Quest. Er wird dir sagen, dass sie zu schwer ist, aber weil du halt nur 1 hast und nicht 2. Okay. Oh. Ich habe jetzt gerade E gedrückt für öffentliches Spiel, aber ist egal, du bist ja hier. Spiel startet in Kürze, steht da. Es ist maximal 2 Spieler, da kann keiner. Ja, genau, da kann da keiner mehr reinjoinen. Oh, ich bin so gespannt. Ich denke, die Dinge haben auch so ein bisschen Story dran. Ich hoffe, dass da was. Dass es nicht nur zum Lesen ist. Das Hôtel Dieu, das älteste Spital in Paris. Es ist Jahrhunderte älter als die berühmte Kathedrale Notre-Dame auf derselben Straße. Krankenhäuser, wie wir sie kennen, waren noch nicht erfunden. In diesem Spital wird man vermutlich eher krank als gesund. Die Templer schmuggeln gestohlene Artefakte aus Notre-Dame durch die Kanalisation des Gebäudes. Geht rein und holt euch die Beute. Okay. Okay, das war übrigens die Frau aus der Gegenwart. Oh cool, du bist neben mir, okay.
Also Ziel ist, die Artefakte stehlen. Ah okay. Ja. Mein Ziel ist, die Kiste einzusammeln. Ich glaube, das hier ist eine von den Dingern, wo mehr XP gibt, wenn wir Silent schaffen. Aber was soll's. Es gibt keine XP mehr Geld. Und es kann sich auf die Ausrüstung... Ich glaube, wir müssen manche Missionen wahrscheinlich wiederholen, weil man immer nur einen Ausrüstungsgegenstand gibt und es kann bis zu 4 geben. Oh, ich bin voll irritiert. Ich drücke die ganze Zeit Q statt V. Ich nehme erstmal die Truhe mit. Zu viel Tomb Raider. Okay. Ich sehe die nicht, bei der du, wo du dich näherst, aber... Ja, die war hier unten. Also, es kann sein, dass jetzt hier irgendwo Fähigkeitspunkte... Konnte man das sehen? Das ist hier... Ist es schlimm, entdeckt zu werden? Also, nö. Überstehen wir schon. Wie kletter ich abwärts nochmal? E drücken. Du musst E. Ja, also man überlebt ja nicht mehr so viel. Das ist ja jetzt... Man muss mehr abwärts klettern und so. Also muss das sein, dass du gleich so intensiv kämpfst? Ich meine. Aua, oh scheiße, ich bin verreckt, die Tipp. Oh, ups. Wie? Pariert man nochmal? E. Ah. Ja, passt schon. Hab ich auch gerade vergessen. Kann man nicht mehr mit seinen Klingen kämpfen? Weil ich habe jetzt instant Schwert rausgezückt. Kann man tatsächlich nicht mehr, glaube ich. Oh, das mochte ich so sehr. Wieso nehmen sie das raus? Die Dinger sind nur zum Assassinieren. Ja, aber das war so Spaß, hat so viel Spaß gemacht. Ah, scheiße, ich hoffe, ich schaff's. Komm, schneller, schneller, schneller. Oh, er hat mich gerade gehauen. Warte, was? Hat er dich gerade abgestochen? Ich bin, glaube ich, noch nicht komplett aufgestanden gewesen. Oder ich bin einfach plötzlich auch tot. Er hat dich geschlagen und da bist du umgekippt. Ich muss mal kurz dafür sorgen, dass es hier dunkler ist. Ich sehe überhaupt nichts. Also meins ist okay. Okay. Versuchen wir es mal. Oh, ich bin runtergesprungen. Ich finde das sehr interessant, weil damals konnte man eigentlich nur Shift und Leertaste, um zu springen, und jetzt muss man E gedrückt halten, um runterzuspringen, und Leertaste, um quasi hochzuspringen oder rüberzuspringen. Ja. Also ist ein bisschen, dass man es präziser kontrollieren kann im Endeffekt. Oh, scheiße. Ich bin nicht da! Bin nicht da! Nein! Oh mein Gott, Dennis. Wieso bist du wieder rausgesprungen? Oh, ich konnte einen. Naja, egal, die sind für mich Low-Level, ich schaff die schon alle alleine. Also, solange du mit Kontern zurechtkommst, glaube ich, sollte das kein Problem sein. Ich mache übrigens, also Tödlichkeit meiner Waffe ist ziemlich niedrig. Aus dem ganz logischen Grund, dass ich ein Gewehr benutze und damit schlage. Und kein Schwert. Autsch. Ich hab nicht gekontert, jetzt bin ich tot. Der mit dem Speer ist effektiv, Alter. Der haut mich ja insta weg. Wie mein Charakter einfach zittert. Oh, das ist nicht schlecht. Dann bist du wieder. Ich hab totgesagte Leben länger bekommen. Ja, übrigens, wenn ich. Achte mal drauf. Ah, oh, okay, du hast den abgestellt. Perfekt, das geht. Achte mal drauf, wenn ich jemanden niederschlage, der ist dann noch nicht tot. Du kannst die quasi abfertigen und kriegst noch Kill-Punkte dafür. Ich bin versteckt. Oh, den habe ich jetzt. Okay, lass mich den mal machen. Dann. Okay, irgendwie komme ich gerade gar nicht mehr dazu. So, okay, der ist hin. Achte mal auf den, der jetzt am Boden ist. Den kannst du jetzt quasi noch abstechen. Den hier auch, glaube ich. Du hast eine scharfe Waffe. Irgendwie ist mein Charakter gerade in Zeitlupe unterwegs. Okay. Siehst du den? Renn nicht weg, renn nicht weg, renn nicht weg, renn nicht weg. Siehst du den hier? Den kannst du abstechen. Kriegst du extra Punkte. Ah ja. Den anderen auch. Den auch. Weil ich das Gewehr benutze. Regeneriert sich auch wieder, oder? Das ist, glaube ich, so. Ja, du hast ein bisschen wenig Leben. Ansonsten drück Q. Q ist Heilung. Oh, da sind wieder Leute, die am Boden liegen. Heißt was? Ja, draufhauen! So. Ja, du brauchst noch Credo-Punkte, nehme ich an. Ich habe 11.000. Ich habe keine Ahnung. Sind schnell weg. Was genau sind denn die Credo-Punkte? Ich habe es dir doch geschrieben. Mit den Louvre kaufst du... Ich hoffe, die heißt Louvre, die Währung. Mit denen kaufst du ganz normal alles ein. Aber Upgrades für deine Waffen und Ausrüstungsgegenstände, für die brauchst du Credo-Punkte. Du musst also ein guter, braver Assassine sein, wenn du deine Sachen upgraden möchtest. Geht's jetzt weiter?
Ich nehme an, wir sollen da runterlaufen. Ach so, da ist eine Treppe. Ich war blind. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Drück mal Steuerung. Also. Okay, auch gut. Man kann schleichen. Da ja, ist einer klar, das ist irgendwo auch ein Schleich. Danke, dass du ihn abgestochen hast. Das hätte ich jetzt nicht mehr machen können. Okay, ich sehe unter uns leuchtet eine Tür. Es ist immer noch so wahnsinnig dunkel. Ich sehe das Gegner. Boah, das ja, hier ist es ziemlich dunkel. Ich habe eine Idee. Ich muss mal kurz stehen, aber dafür gehe ich mal kurz in meine Remote und stelle. Geh weiter runter. Schattenverstärkung auf Stufe 3. Ja, das sollte helfen. Oh, und jetzt muss ich noch Exit machen. X. So. Dass du keinen Meter bewegst in der Zeit. Du kannst ruhig weitergehen. Ich hab V gedrückt. Hast du auch so einen komischen Schimmer? Was für ein Schimmer meinst du? Ich weiß, also es fährt so eine Linie die ganze Zeit durch mein Bild. Hast du das auch? Nein. Nicht, dass ich sehen würde. Liegt du solltest meinem... dich echt heilen. Okay, das liegt an meinem Leben. Danke dafür. Ah, das kann sein. Aber weiß ich ehrlich nicht. War schon lange nicht mehr so komplett tot. Hier unten sind Gegner. Ah, wie ging denn das nochmal? Wie slidet man da durch? Muss man laufen? Wo willst du sliden? Und dann, ah, okay. Laufen und E drücken. Ja, hier, probier's mal. Hier unten sind Gegner. Da ist einer, der in meine Richtung kommt. Oder geht der nur bis dahin? Ach, der geht nur bis dahin. Glaubst du, du kannst den Rechten töten? Versuch's mal. Also, ich würde erst warten, bis der wieder zurückgeht, ja. Okay, passt. Oh. Ich kann von hier nicht hüpfen! Ach, was soll's. Ah ja, ich habe die Phantomklinge. Die hast du, denke ich, noch nicht. Die kommt im vierten Kapitel. Oh, plündern. Ja, meine Leiche. Du kannst ihn plündern und du kannst ihn auch noch extra töten, weil der lebt noch. Ich habe wieder Medizin bekommen, das finde ich schön. Das ist voll witzig. Also wenn du willst, nehme ich eine scharfe Waffe, dann sterbe ich. Ich muss Leute plündern, ich bin arm. Oh, schau mal, das darfst du machen, das ist Stufe 1, viel Glück. Die Tür, achso. Ja, die ist super easy jetzt. Also für mich müsstet ihr jetzt, also nee, ich bin ja, wir sind noch auf dem gleichen Level. Wir finden dann schon Erfahrungspunkte. Muss ich gedrückt halten? Muss ich mehr gerade davor stehen? Ich verstehe es gerade nicht. Du drückst E, dann kommt das Menü mit dem Dingsterbumster. Irgendwie wird es gerade nicht kommen. Weiß auch nicht ganz warum. Ich verstehe es nicht. Hallo. Oh, bei mir geht's jetzt. Drücken Sie Leertaste, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist. Erledigt. Ich habe übrigens 27 Dietriche, weil ich einen Gürtel habe, der sich darauf spezialisiert hat. Insofern, die Dinger sind am Anfang noch recht teuer. Lass mich dann ruhig das meiste öffnen. Oh, zwei Leute. Ich will Leute plündern. Ich brauche Geld. Ich plündere jede Leiche jetzt. Merken, okay. Jede Leiche plündern. Gib mir Bescheid, wenn du einen von ihnen töten willst, dann töte ich den anderen. Ja, will ich schon. Aber. Scheinbar. Aber leider. Warst du schon im Raum oder haben die mich ernsthaft da oben hängen sehen? Also ich war schon im Raum, ja. Achso. Kann ich denn jetzt eigentlich auch abstechen? Wieso bietest du es mir nicht an? Achso, du kämpfst noch. Der lebt noch. Nur so. Hatte der gerade 4 Sterne? Also lass die mit den hohen Werten lieber mir. Ja, was denn? Einfach drauf. Wenn kein anderer da ist, dann geht das schon. Achso, jetzt später eliminieren. Redepunkte. Ja gut. Ah, du nimmst dir Geld auch gleich mit. Ich habe Mods eine ziemlich lange Unity-Pause jetzt eingelegt gehabt und mehrere Spiele durchgespielt. Und jetzt drücke ich die ganze Zeit Q, obwohl ich mich gar nicht heilen will. Einfach nur, weil ich so viel Shadow of the Tomb Raider gespielt habe. Ich denke, wir müssen... Mein Geldbeutel hat einen maximalen Füllstand, oder? Ja, das heißt, du solltest das unbedingt abholen. Wo genau sehe ich denn, wie voll er ist? Also, oder? Dein Geldbeutel kann nicht voll werden. Nein, dein Tresor zu Hause kann voll werden. Alle 20 Minuten kriegst du ja X Kohle. Oh, ich hab dich versehentlich gehalten. Echt? Wusste noch nicht. Also meinen muss ich dann unbedingt, ich kann das wahrscheinlich auch bei dir machen. Oh, schau mal, da kommt gleich einer vorbei. Weil ich hab eigentlich, bei den Outfits habe ich gesehen, dass irgendein Outfit einen Bonus für Geldbeutel hat und das hab ich halt. Aber okay. Wenn der ich weiß nicht genau, was das dann bedeuten soll. Keine Ahnung,
mehr vorlesen. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, aber irgendwas stand da, glaube ich. Mit zumindest. Warte mal, Kirsch. Ne, Kirschbaum. Keine Ahnung. Egal, guck mal danach schon. Machen wir erstmal die Mission. Ja, das stimmt wohl. Aber wir sind schon bei 20 Minuten. Okay, cool. Wir sitzen hier auf jeden Fall nochmal 20, also kannst ruhig nochmal warten. Da würde ich mal sagen, wir werden nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Da hinten ist ein Gegner. Genau. Ciao. Tschüss.